Darf nicht vergessen, wenn wir am Depot sind, dass wir quasi noch die Tokens haben, ne? Die wir dann in der Slotter-Maschine reinpacken. So, 41 dürften reichen. Das heißt, ich düse direkt mal los. Scrap Metal nehme ich mit. Bevor wir es vergessen. Und da ist auch nochmal Scrap Metal. Ich höre aber schon so ein bisschen Gitarrenmusik. Wie es immer so ist, wenn ein Depot ansteht. Ich könnte... Also ganz leicht zupft die Gitarre im Hintergrund. Es könnte also sein, dass wir vielleicht als nächstes zum Depot kommen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Werden wir sehen. Aber jetzt geht's erstmal Richtung Rätselspaß. Rätselspaß mit Flexi. So. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr seid's auch. Und wir werden wieder ein paar Fischlein begegnen. Ein paar Blubberfischlein. Noch höre ich sie nicht. Aber das kann nicht lange dauern. Und ich bin gespannt, ob es nur ein Rätsel ist oder mehrere. So, warte. Oh, Essen. Lecker. So, hier durch. Dann mal dahin. Da müssen wir auch hin. Ich gehe erstmal dahin. Oh, really? Wo sitzen die? Da. Gut, solange wir da nicht in der Nähe kommen, ist eigentlich egal, ne? Tun die uns, glaube ich, nichts. Oh, da sitzt auch einer. Ernsthaft? So. Haben wir hier ein Rätsel? Da sitzt ein Fisch. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich auch flüchten kann, ne? Das ist ganz wichtig. Da haben wir ja auch nochmal einen hin. Vorsichtshalber. Würde ich den mich jetzt anschießen? Dann werden erstmal ein paar kommen. Gott sei Dank. Puh. Alter Schwede. Ja, warten wir mal eben ab. Was da jetzt so passiert. So, dass die Gaswolke verschwindet. So, jetzt geht sie langsam weg. Das heißt, wir können schon mal dahin. So. Ich mach mal vorsichtshalber da einen hin. Okay, wir haben wieder Symbole. Die wir irgendwie sehen. Da habe ich schon mal einen Oktopus gesehen. Und da hinten, irgendwo da habe ich gerade auch was gesehen. Nein, uah. Kann ich ihn einsammeln, den Ring? Der Fluch... Oh nein, ich höre sie. Also Oktopus und Fisch habe ich jetzt schon mal gesehen. Okay, Fisch. Vielleicht müssen wir irgendwie in diese Richtung hier gucken. Also von hier aus. Ist da auch was? Nein, da liegt Scrap Metal, ne? Kann ich das mitnehmen? Danke. Oh, da ist Essen. Hier ist auch Fisch. Vier Symbole brauchen wir diesmal nur. So, das heißt, okay, wir haben... Okay, Fisch, Oktopus, Fisch, Stern. Fisch. Oktopus. Fisch, Stern. Weiß nicht, ob es richtig ist. Ja! Juhu! Geil! Sehr schön. So. Heißt also, wir müssen zurück. So, das heißt, wir düsen zurück zum Train. Komme ich nicht dran, das ist blöd. So, erste Rätsel gelöst. Sehr schön.
ganz schnell jetzt an den Fischen vorbei. Ungesehen natürlich, bitte. Das wäre ganz toll. Okay, irgendwie... War ernsthaft? So, ich muss dahin. So, dann hier rein. Durchs Haus. Ja, das klappt sehr schön. Ich denke, dass wir da ein zweites Rätsel haben, wieder mit Lasern. Die jetzt auch nicht so schwer waren. Oder sind. Das war jetzt sogar einfacher, wie das mit 5 Bildern. So. Und da hinten sehe ich schon unseren Zug. Ganz schön viele Rätselpassagen aktuell, ne? Muss ich sagen. Naja gut, immerhin. So, warte. Okay. So. Das heißt also, wir haben noch 19 Ringe. Ich hoffe, die reichen. Was mache ich denn hier? Ich wollte die Kiste wegbringen. Hier hin. So. Und zwar F-Place. Jo. Zack. Alter, wir können uns vor Dings gar nicht mehr retten dann. Ich würde noch mal ein paar Ringe herstellen. Vorsichtshalber. Einfach mal. So, 2 Barren. Ich glaube, wir brauchen 1 Barren für 5, ne? Dann machen wir noch mal 10 Stück. So, nein. Ich hier Consumables. So, genau. 10 Stück. Dann haben wir 39. Das dürfte reichen. Dann sind wir da auf der sicheren Seite. Also, was Ringe angeht. So, ja. Ich werde das mal aufnehmen und 29? Wir hatten doch 19, oder nicht? Hä? Hab ich nicht 2 gemacht? Oder kriegt man nur... Warte mal, wie viel kriegen wir denn da durch? 5. Sind doch 10. Wie viel hatten wir denn? 19. Ach, 29. Ach, Entschuldigung, ich bin so doof. Ja, ich und Mathe. Ja, Entschuldigung. Es sind nur... Ja, 29, nicht 39. Entschuldigung. Ja, ich und Mathematik. Es tut mir leid. Wie sagte der kleine Junge bei dem TikTok-Video immer... Wozu brauche ich Mathe? Ich fahre nur einen Bagger. Ich muss nicht ausrechnen, wie weit ich fahren muss. Das war so gut, der Kleine. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt. Dieses TikTok-Meme mit dem kleinen Jungen. Ja, aber wo der Vater dann so sagt, so, ah ja, aber du musst doch ausrechnen, wie viel du laden kannst und so. Ach, ich bin doch nicht der Bauherr. Ich fahre nur einen Bagger. So gut. Wie er das aber auch sagte, so verlässig. Ich bin nicht der Bauchef. So, ich glaube, ich sehe die Laser schon. Und ich sehe auch schon Fische. Da hängt einer. Und wir müssen dahin, weil wir da das Ding drehen müssen. Das heißt, ich muss ihn anschießen. Jo, oder beziehungsweise die beiden. Das war knapp. Alter Schwede. Das war echt knapp. Da ist er geplatzt. Ist da noch einer? Nein, Gott sei Dank. Puh. Okay. Ja. Gut, dann warten wir mal eben. So. Da gehen wir mal dahin wieder. Nein, Pistole. Pistole. Danke. So, irgendwo sind hier noch ein paar Fischlein, das weiß ich. Was ist da auf der Insel? Warum ist da eine Insel extra? Es reicht nicht, das ist zu weit weg, ne? Naja, egal. Erstmal da einen hin. Können wir dann da vielleicht gleich nochmal gucken. Ich würde jetzt erstmal gucken, ob hier noch irgendwo Fischlein sind. Die werden ja mit Sicherheit irgendwo noch sein. Ja, ich höre irgendwo einen. Da sitzt einer.
Ist doch gar kein Problem. Ist doch gar kein Problem. Piu! Schnell weg. Okay, der eine hat mich noch ein bisschen weiter verfolgt. Sind nicht beide gleichzeitig explodiert? Naja, gut. Immerhin. So, warte. So, Moment. Machen wir den hier noch. Zack. Und den. Zack. Dann dahin. Irgendwo war doch da, fängt der Laser an. Okay. Ich hoffe. Ja, ich glaube, wir haben hier erstmal soweit keine Probleme mit Fische. Es hört sich zumindest nicht danach an. Ich esse das mal eben. Auf die Schnelle. Auf die Schnelle, auf die Schnelle machst du hier eine Riesenwelle. Ein gebildet arrogant findest dich auch noch interessant. Na, wer kennt das noch? Ja, wir könnten das machen, aber das ist irgendwie voll blöd. Deswegen, wir müssen das erstmal, glaube ich, so machen. Glaube ich. Oder? Nee, das kann gar nicht so falsch sein. Warte mal. Ich habe nicht gewusst, dass da einer hinter ist. Ich glaube, das ist sogar richtig so. Das soll uns nur suggerieren, man soll da hin, aber in Wirklichkeit musst du hier durch. Einfach hier durch, weil hier noch einer. Uah. So. Ich höre noch einen Fisch. Und zwar müssen wir jetzt den, glaube ich, anstrahlen. Und welchen noch, oder? Ah, so. Okay, alles klar. Ja, das sieht richtiger aus. So. Dann machen wir mal als nächstes den hier. Mal gucken, wo wir da hinstrahlen müssen. Ich glaube, das ist hier. Der hat ja nur einen Strahl. So. Dann nehmen wir den hier. Dann gucken wir mal. Das müsste so sein. Das sieht so richtig aus. Jo. Dann würde ich, glaube ich, jetzt den roten probieren. Ich glaube, so. Glaube ich. Könnte mich aber auch irren. Das werden wir sehen. So. Ah, so, okay, alles klar. Ist das korrekt? Das sieht nicht richtig aus. Den müssen wir ja auch noch drehen hier, ne? Den haben wir ja auch noch gar nicht. Ist doch richtig. Jawohl, sehr schön. Geil. Ja, Mann. Sehr schön. So. Haben wir in unserer Tasche endlich den heiß ersehnten, heiß ersehnte Kiste. So, ich würde trotzdem noch einmal drüben gucken. Auf dieser Insel. Hier war irgendwo noch, glaube ich, noch ein Fisch. Da sitzt da, ich sehe ihn. Da ist noch ein. Oh, warte mal. Da ist noch ein Rätsel, glaube ich. Jo. Ach du Heiliger, wir haben ein drittes Rätsel. Uff. Das heißt, ich muss erstmal nochmal zurück. Oh shit. Ja. Das heißt, ich muss die Kiste zurückbringen. Oh Gott, das wird ja ein Kistenfest. Alter Schwede. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, wir haben beim letzten Mal nicht auch ein drittes Rätsel verpasst. Das scheint aber wieder so ein Geräuschrätsel zu sein, weil ich habe wieder so einen kleinen Roffelino. Heißen die so? Ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Keine Ahnung. Roffelinius. Gesehen. Und das suggeriert mir, weil wir hatten das ja schon mal so einen blauen.
Und wie wir den angeklickt hatten, hatten wir so ein Geräuschrätsel gehabt, was ganz cool ist. So. Okay, das heißt, ich müsste ja eigentlich dann noch ein Regal bauen, würde ich auch machen wollen. Oh, und dann kommt gleich bestimmt ein zweites Gleis. Ein Gleis. Sie haben ihn überfahren, den alten Mann. Ja, wir brauchen Schrauben und Barren, ne? Ich stell mal Schrauben her. Ich würde mal die Kiste platzieren. Ich meine, wir müssen sie nicht bauen, das Regal. Aber... weil wir könnten die Kiste auch einfach bei uns behalten. Aber ganz ehrlich, mir ist es lieber... luxuriöse Lampe. Ach stimmt, wir haben ja Dekoration. Aber mir ist es lieber, glaube ich, das so zu platzieren, als wie bei uns das im Ding zu lassen. So. Dann, ja, machen wir das so. Wir können eigentlich auch theoretischerweise noch zwei hinzimmern. Dann habe ich die Kisten hier in Sichtweite. Zur Vorsicht. Weil dann sind die nicht da hinten im Lager. Ich meine, die haben jetzt die doppelte Chance natürlich einzubrechen hier von beiden Seiten. So. Holz brauche ich auch. Wir haben kein Holz. Da ist, glaube ich, aber einer gar nicht. Moment. Wie viel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4. 5, 6 und die eine 7. 7 Kisten haben wir. Leck mich fett. Ein Barren. Kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Gott, ernsthaft? Warte. Pick up. Nein, ich will aufpicken. Replace? Nein. Ach so, man kann ja das nur einmal nehmen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Holz. Haben wir. Ich hole schon mal die anderen. Und dann kann man da hinten ja wieder Kisten platzieren. Also normale Einlagerungskisten. Ich komme. So, den Barren nehme ich mit. Und dann hier. Und dann, warte. So, wir haben noch 18 Ringe. Ich hoffe, die reichen. Hallo? Pick up? Na. Pick up. Pick up, pick up. Strange Chest. Muhahaha. So, place. Alter, wie viele Kisten wir einfach haben, ne? Das ist ja abnormal. Nein, eh. So. Und place mit F. Alter, was eine Kistenparade. Was... was ist das für eine Kistenparade hier? Was... hä? Was... ich... aber wir haben... 1, 2, 3... warte mal. Moment. Wir haben... 3 normale und 3 etwas wertvollere. Ich bin gespannt, die andere, die jetzt kommt, was das für eine ist. Lass uns mal überraschen. Dann lass mal losdüsen. Essen, trinken, wie sieht aus? Ja, geht. Haben wir Zeit für. So. Das holen wir jetzt. Oh, ich freue mich schon aufs nächste Depot. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, jetzt beende ich die... jetzt beende ich Void Train und ja, das soll's gewesen sein. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. In einem anderen Video. Danke fürs Zusehen und tschüss. So, ich mache diese Kisten niemals auf. Oh mein Gott, da wird so viel Stuff drin sein, ne? Das ist... ich frage mich auch, weil wir ja die Pilze unseren Zugbegleitern ja geben müssen, damit wir neue Baupläne kriegen. Ich frage mich, ob man, wenn man unterschiedlich füttert, also wenn man nicht allen Pilzen dem einen nur gibt, ob man dann andere Baupläne bekommt. Das wäre mal auch spannend. So, wir müssen dahin, glaube ich, war das, ne? Kann ich... oh nein! Oh, das war blöd. Das war richtig kacke. Oh, das war sehr mutig von mir. So.
Oh, wir haben hier... Okay, wir haben... Zauberer. Ich weiß nicht, was das für ein Symbol ist. Ach, ein Frosch. Frosch, Zauberer. Okay, den muss ich erschießen. Nein! Oh, Gott sei Dank. Puh. Also, Froschzauberer haben wir schon mal. Warte mal, ich mach mal da nochmal einen Ring hin. Das dürfte gehen. Der ist echt gefährlich da. Also, Froschzauberer. Da haben wir auch noch ein Symbol. Froschzauberer. Sind es Karten? Pokal und Karten. Oder Becher. Ich bin mir nicht sicher. Pokal, Karten. Wir müssen vier Sachen. Okay. Frosch. Also Frosch, Zauberer, Pokal, Karten. Okay. Gut. Frosch, Zauberer, Pokal, Karten. Frosch, Zauberer, Pokal, Karten. Müssen wir jetzt erstmal hören, wie die Reihenfolge ist. Frosch, Zauberer, Pokal, Karten. Hören wir mal genau hin. Boah, das ist aber schwierig. Also das erste war ja schon... Also ich glaube, der Zauberer war bei 3. Kann ich es nochmal hören? Ich glaube, bei... Also hier waren, glaube ich, die Karten. Da war der Frosch. Zwei Froschkarten. Das erste weiß ich gar nicht. Oh, da gibt es noch andere Symbole. War das nicht letztes Mal auch so, dass es noch andere Symbole gab? Ich probiere es ja einfach mal. Oder gab es nur diese einen? Ich bin mir nicht sicher. Ich guck nochmal. Aber ich meine, es gab nur die. Es kann ja dann eigentlich nur noch Trial and Error jetzt sein, wie wir drücken. Aber ich meine also, Frosch ist 2, Karten ist... Ich probiere mal das erste mit dem Pokal. Nee, wie war das nochmal? Wie konnte ich das nochmal aktivieren? Wie musste ich das denn nochmal machen? Muss ich hier irgendwas drücken? Hä, wie war denn das nochmal? Ich dachte, ich muss die Tasten drücken. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Ich dachte, man muss es drücken. Musste man das nicht drücken? Ach, schießen. Ach, ich bin so doof. Nein. Aus. Also, es war Pokal, Frosch, Karten und dann der. Ja gut, dann kann ja eigentlich nur noch... Die waren richtig, oder was? Nein. Wir hatten... Wieso macht der Pokal dahin? Ach, er zeigt mir sogar an die Reihenfolge, oder was? Ah, lol. Hä? Dann gibt's ja doch andere Symbole. Oh nein. Oh fuck, es hört sich an wie ein Drache. Dann habe ich das doch richtig gehört. Also gibt's doch andere Symbole. Oh nein. Oh fuck.
Bestimmt irgendwo im Haus oder so. Oh, verdammt. Ich hab's gewusst und geahnt. Das heißt, wir müssen nochmal gucken. Wir müssen nochmal gucken. Es war so klar. Irgendwo gibt's noch andere Symbole. Ja, ich würde gerne dahin, aber da ist irgendwo noch so ein Fischlein, der da sitzt, glaube ich. Schnell weg. Oh nein. So, dann, ich würde trotzdem noch einmal hier gucken wollen, ob nicht hier noch irgendwo Symbole sind. Das könnte doch so verdächtig sein. Aha. Da, Drache. Das müsste das erste sein, glaube ich. Das müsste das allererste sein. Jo. Dann kommt der Frosch. Wo haben wir ihn? Da. Dann kommen die Karten. Und dann kommt der Zauberer. Nein. Oder ist es der andere, der da ist, die Person? Dann sind es nicht die Karten, dann ist es er hier, oder? Nein. Ah, verdammt. Okay, dann gibt es noch irgendwo Symbole. Da, ich sehe es. Da sind noch Symbole am Baum. Hier rechts sind noch welche. Hier vorne. Könnte es das sein? Nein. Okay, es ist ein Kotzender und was ist das? Ein Freundlicher? Ich weiß nicht, ob das dritte Symbol richtig ist mit den Karten. Kann das vielleicht auch ein Pokal sein für Freude? Ja, dann war das der Pokal. Alles klar. Ja, Mann. Eine Chest. Oh, eine simple Chest. Gut, ist nicht so schlimm. Wir düsen zurück. Nach Hause. Nur nach Hause. Nur nach Hause. Gehen wir nicht. So. Tschüss, Fisch. Ich brauch dich nicht. Auch wenn ich dich höre, ist mir das egal. So. Das heißt, wir düsen dahin, wenn ich dahin komme. Ja. Sehr schön. So. Alter, wie viele Kisten wir jetzt einfach haben. Das ist ja schon mega übertrieben. Also es ist ja schon... Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte jetzt echt gedacht, jetzt kriegen wir wieder... Nachdem wir zwei Kisten haben, habe ich jetzt echt gedacht, dass wir vielleicht Kundschaft kriegen. Beziehungsweise, dass wir Gesellschaft bekommen. Was Sachen angeht mit Banditen. Aber jetzt lohnt sich das ja noch mehr für die. Kann man ja sagen. Also wenn wir jetzt losfahren, lohnt sich das ja noch mehr. Überleg mal. Jetzt lohnt sich das noch mehr. Also... Ich will nichts sagen, aber das ist schon ein bisschen viel, was wir da bekommen. Aber egal. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Rätsel. Schauen wir mal. So. Ich würde sagen, in der nächsten Folge rutschen wir weiter. Und ja, es bleibt spannend, was uns erwartet. Ich schalte wieder ein bei einer weiteren Folge Void Train. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.